Oh nein, das tust du nicht. Nimm das. Auf keinen Fall. Iss. Nein. Iss. Gib mir meine Schokolade zurück. Nun, jetzt bekommst du deine Schokolade definitiv nicht mehr zurück. Das war's. Im Krankenhaus sind keine Snacks oder Getränke erlaubt. Das ist so eklig. Oprah schreibt ihren Freundinnen eine SMS und hofft, dass sie ihr ein paar Snacks mitbringen werden. Werden sie ihr zur Hilfe eilen? Das werden wir herausfinden. Der Admin kümmert sich um seine Gesundheit. Es ist Madison. Ihr wird klar, dass sie keine Snacks mitbringen kann. Was hast du da? Zeig mir deine Hände. Ich hab nichts dabei. Jetzt die andere. Nichts, siehst du? Jetzt zeig sie beide. Oh, okay. Was für ein toller Trick, Madison. Jetzt dreh sie um. Oh, was wird sie tun? Was ist da? Wo? Beeil dich, Madison. Puh, gerade noch rechtzeitig. Siehst du? Nichts. Okay, mach weiter. Oh nein, sie hat ihre M&Ms fallen lassen. Sie schiebt sie der Krankenschwester zu. Schau, schau, es ist ihrs. Wie kannst du es wagen? Du darfst keine Snacks hierher bringen. Aber es ist nicht meins, ich schwöre es. Ach ja? Und was ist das? Das sind M&Ms. Das war's. Stopp. Ich werde dich jetzt scannen. Was habe ich getan? Ertappt. Leere deine Taschen. Das ist ja mal eine unerwartete Wendung. Glückliche Madison. Jetzt kann sie die Süßigkeiten mit ihrer Freundin teilen. Da scheint aber jemand krank zu sein. Hast du irgendwelche Snacks? Oh, geh einfach. Geh, geh. Sir, hast du irgendwelche Snacks? Oh, nicht schon wieder. Hier, nimm ein paar Vitamine. Da kommt Madison. Kein Junkfood? Was soll ich tun? Vitamine. Ich weiß. Wo ist sie hin? Ich hoffe, mir wird danach nicht schlecht. Pass auf, Madison ist dabei, alle deine Vitamine zu klauen. Bist du auch krank? Nein, nein, nein. Mir geht's gut. Was ist in der Tasche? Lass mich mal sehen. Okay, medizinische Salbe? Wofür ist die? Für meinen Bauch. Schau mal, es tut so weh. Na gut. Ich brauche diese Salbe wirklich. Autsch. Okay, was noch? Oh, Vitamine. Kann ich bitte eins haben? Ich kann meine nicht finden. Klar. Sie schmecken anders. Ja, es ist eine, Sonderausgabe für diejenigen, die keine Pillen schlucken können. Okay, schön, du kannst gehen. Hey, Aubrey, schau, was ich mitgebracht habe. Tada! Aubrey sieht nicht glücklich aus. Sie hat selbst jede Menge Medizin dabei. Das ist keine Medizin, es ist Nutella und Gummibärchen. Wow, das ist die beste Medizin, die ich je hatte. Haben Sie kein Junkfood dabei, Sir? Jack hat gerade ein paar Snacks für Aubrey mitgebracht. Aber was ist das? Snacks sind nicht erlaubt. Der Admin hat Jacks Süßigkeiten gescannt. Was versteckst du unter diesem falschen Schnurrbart? Aua, das sieht übel aus. Gib all deine Süßigkeiten her. Bleib weg. Der arme Mann hätte fast sein Schnurrbart verloren. Entschuldigung, ich dachte, du versteckst Süßigkeiten. Es scheint, dass Jack eine Idee hat. Oh, halt an. Hast du irgendwelche Snacks dabei? Was ist das in deinem Gesicht? Nichts, nur ein Bart. Sieht verdächtig aus. Lass mich mal nachsehen. Bist du sicher, dass du das noch einmal machen willst? Ach, weißt du was? Egal, du kannst gehen. Ja. Was ist hier los? Das sind Gummibärchen. Willst du welche? Die sind lecker. Danke, du bist so ein guter Freund. Pflaster. Oh je, was für ein Unfall. Alle Skittles von Jack liegen jetzt auf dem Boden. Es tut mir so leid, ich habe dich nicht gesehen. Oh. Moment mal. Moment mal, kein Junkfood. Oh nein. Hey, was hast du denn da? Nichts. Oh, lass mich dir helfen. Heftpflaster und Skittles? Es sieht so aus, als hätte jemand eine Idee. Nein, meine Pflaster! Wenn du Junkfood hast, lass es bitte hier. Hier, füll ein Formular aus. Wow! Jack, was ist mit dir passiert? Seine ganze Haut ist mit Geschwüren übersät. Das sieht schlimm aus. Bleib weg! Geh, 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 geh!
Ich muss alles desinfizieren. Hey, Aubrey. Was ist das? Schau, es sind Skittles. Wow, gib mir welche. Das ist so toll. Der Admin scheint nicht so begeistert zu sein wie Aubrey. Ich liebe Skittles. Yum. Oh nein, mir wird schlecht. Das ist Jack. Aber warum hat er eine Regenjacke an? Es regnet, hä? Hast du etwas zu essen dabei? Nein, nein, hab ich nicht. Okay, geh. Oh mein Gott, es ist so heiß draußen. Was? Regnet es nicht draußen? Nein, die Sonne scheint. Oh nein. Hey, du! Komm wieder her! Der Verwalter ist wütend. Du wirst mich nicht täuschen. Bleib stehen. Jack wirkt mit seiner großen Regenjacke viel zu verdächtig. Heb deine Hände. Es scheint, dass Jack doch nichts bei sich trägt. Okay, geh weiter. Vielleicht ist es nur die Art, wie er sich gerne anzieht. Hey, Aubrey, schau mal, was ich für dich da habe. Und nein! Armer Jack, er hat seinen Schirm verloren. Aber da kommt der Verwalter. Da bist du ja. Du hast deinen Regenschirm vergessen. Danke. Ups. Was? Da sind Süßigkeiten unter seinem Schirm versteckt? Versteck sie lieber, bevor der Verwalter sie sieht. Was ist mit dir los? Bist du krank? Nichts. Es ist nur heiß geworden. Mir geht's gut. Ich danke dir. Ja, sie haben ihre Süßigkeiten gerettet. Was für ein Erfolg. Es ist Jack. Haben Sie kein Junkfood dabei, Sir? Nein. Es ist ein Welpe. Darf ich ihn streicheln? Oh. Tut mir leid, er mag keine anderen Menschen. Aha, ich verstehe. Lass es mich scannen. Ja, sicher. Schauen wir mal. Was ist denn das? Was versteckst du in dieser Box? Oh, das ist nur ein Hundeleckerli in meiner Tasche. Kein Junkfood, auch nicht für Hunde. Es scheint, als wäre der Hund wütend geworden, weil man ihm seinen Snack weggenommen hat. Okay, okay, ganz ruhig, geh jetzt. Geh schnell, geh, verdammt. Aubrey, ich wusste nicht, dass du einen Hund hast. Igitt. Keine Sorge, es ist alles in Ordnung, schau mal. Der ganze Tiertransporter ist mit Snacks gefüllt. Und das ist der Hund. Das ist ja wie eine Party. Es ist so schön, einen so tollen Freund zu haben. Wow, das ist aber eine schöne Frau. Warte mal, Schnurrbart? Das sieht nicht richtig aus. Kein Junkfood? Ich verstecke es besser irgendwo. Lass mich dich scannen. Das kann doch nicht alles echt sein. Warte mal. Es ist so? Kein guter Zugverwalter. Sei das nächste Mal besser vorsichtig mit deinem Urteil. Sieht so aus, als hätte das Jack auf eine Idee gebracht. Sieh mal, wer da kommt. Eine schöne Frau nach der anderen. Hallo, ich meine, lass mich meinen Scanner benutzen. Oh, die Dame scheint unglücklich darüber zu sein. Erinnerst du dich an das letzte Mal? Oh, na gut, besser nicht. Kann ich jetzt gehen? Nur noch einen Moment. Nimm bitte deine Brille ab. Nun, ja, okay. Wow, das ist wirklich schön. So viel Selbstvertrauen. Sieht so aus, als würde es jemand ziemlich hart fallen. Okay, mach weiter. Hallo, Aubrey. Tut mir leid, ich kenne dich nicht. Ich bin's, Jack. Wow, das gibt's doch nicht. Und noch etwas. Schau. Es ist Cola. So eine schöne Überraschung. Wow, das ist so gut. Wow, ist es wirklich so kalt? Da kommt Madison. Hey, Sir. Halt, Snacks sind nicht erlaubt, Miss. Hi. Gib das her. Ich hab dir etwas mitgebracht. Jetzt sollte dir warm werden. Oh, endlich schön. Was soll ich tun? Warte. Wärmflasche? Sprite? Ich habe eine Idee. Entschuldige mich. Komm mal her. Ich? Ja? Was hat Madison vor? Es sieht so aus, als wolle sie die Wärmflasche der Krankenschwester nehmen. Geld? Na gut, warte. Sie gibt ihr Sparschwein an die Krankenschwester. Das war's? Na gut, in Ordnung. Hier ist es. Juhu, ich hab's. Madison ist zurück. Aber wo sind ihre Snacks? Was hast du denn da? Da
das ist nichts. Zeig es mir. Nun, okay. Wärmflasche? Ach, du weißt, heute ist es wirklich kalt. Also dachte ich, ich bringe sie meinem Freund mit. Ja, es ist sehr kalt. Okay, du kannst gehen. Sie hat es geschafft. Hi! Madison, was machst du denn da drüben? Sieh mal, was ich für dich mitgebracht habe. Es ist Sprite. Deshalb brauchte Madison also eine Wärmflasche. Sie hat sie mit Sprite gefüllt. Wow, so gut. Es gibt nichts Lustigeres als ein gutes Clown-Video. Aber was ist das hier? Ein echter Clown? Nein, das ist Madison. Träume ich etwa? Was ist denn hier los? Hallo, du! Ich gehe besser sicher, dass es echt ist. Was machen die da? Es ist echt! Es ist ein Clown! Was macht er hier? Ich bin hier, um traurige Kinder aufzuheitern. Okay, zeig mir einen Trick. Na gut. Ups, ich werde dir noch einen zeigen. Okay, ich habe genug gesehen. Komm bitte hier entlang. Was ist? Oh nein, was wird passieren? Madison wird gleich gescannt. Was ist das? Warte, ich zeig es dir. Wow, wie hat sie das gemacht? Tada! Nein, sieh dir das an. Es ist immer noch etwas da. Oh nein. Komm mal her. Was ist denn hier los? Gib sie mir. Lass mal sehen, was ist das? Das ist so unfair. Im Krankenhaus sind keine Snacks erlaubt. Aber was ist das? Du hast auch Süßigkeiten. Das ist nicht fair. Jetzt gib mir alles. Die glückliche Madison.